Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3. Und ja, letztes Mal haben wir ja gestoppt beim Piccolo Story Mode. Und deswegen machen wir heute weiter. Ich nehme mit einem neuen Mikrofon auf, was ich zwar das erste Mal schon benutzt habe in meinem letzten Dokkan Summon Video. Da war es aber noch nicht richtig gut kalibriert. Man hat gehört, dass ich übersteuere teilweise. Das sollte jetzt besser gelöst sein. Aber gut, wir machen weiter. Wie gesagt, letztes Mal hatten wir Piccolo. Und jetzt geht's weiter mit Tenshinhan. Und wenn ich gesehen habe, wo letztes Mal der Story-Mode geändert ist mit Piccolo, dann kann ich mir vorstellen, dass der von Tenshinhan und Yamchu sehr, sehr kurz wird. Lange nicht gesehen, Yamchu. Wir haben uns zuletzt beim Weltkampf getroffen, also beim Tenkaichi Budokai. Ich habe gehört, dass Gott uns trainieren will. Wie wär's, wenn wir vorher schon mal kämpfen? Ich will sehen, wie sehr wir uns beide verbessert haben. Hört sich sehr gut an, aber erschreck dich nicht, wenn du meine Kraft siehst. Das hat ja gut geklappt. Yamchu. Ah, ich bin gestolpert. Hören wir lieber auf, bevor unser Training bei Gott darunter leidet. Gehen wir gleich zu ihm. Muten Roshi. Ki-Explosionskanone. Also die Kikoho. Oder wie sie in Deutsch heißt, die Kiku-Kanone. So, wir machen wieder das Gewöhnliche, I guess. Warte, was sind da Früchte des Trainings? Mehr Angriffskraft nehme ich gerne mit. Und hier irgendwas zum Heilen. Das Standardzeugs. So. Es ist eine Weile her, seitdem ich hier im Spiel war. Wald. Lange nicht gesehen, Tenshinhan. Willst du nicht ausprobieren, welche Fortschritte du beim Training gemacht hast? Wieso nicht? Hört sich gut an. Mach dich bereit, Krillin. Hier, diese Sonnenattacke ist für dich. Es ist unfair, so schnell die Sonnenattacke zu benutzen. Ich werde dir mein großes Waza entgegensteuern. Was zum Geier ist ein Waza? Nein, keine Sonnenattacke! Tenshinhan! Okay. Er tut so, als ob die Sonnenattacke so voll die Mördertechnik ist. Obwohl das erste, was man im Spiel bekommt, eine Kiku-Kanone ist, die einen selber verletzt. Also ich weiß, ich glaube in diesem Spiel nicht. Nur die Neo-Kiku-Kanone, mit der er dann Cell angegriffen hat. Aber ich kann mich auch irren. Oh, wer auch immer das hier fallen gelassen hat, scheint nicht zurückzukommen. Ich behalt's. 5000 Söni. Oh, was war das? Da war doch gerade was. Oh, war das das Kami-Haus? Das kam mir irgendwie viel kürzer vor. Lange nicht gesehen, Muten Roshi. Ich wollte nur mal Hallo sagen, weil ich gerade in der Nähe war. Übrigens, wo ist eigentlich Lunch? Die dir gefolgt ist? Verzeihung, aber bitte erwähne ihren Namen nicht. Du weißt ja, wenn man vom Teufel spricht. Jetzt füllst du wieder ein. Du kannst auch nicht so gut mit Frauen umgehen. Oh, da kommt sie direkt. Tenshinhan, wo bist du? Ich weiß, dass du irgendwo steckst. Ja, sag mal, Alter, wo war das denn gerade? Hier war doch irgendwo ein Gebiet. Das war doch nicht das Kamehaus. Das sah eher für mich aus wie Wald oder so. Also so ein richtig kurzes Wort. Sehr eigenartig. Und hier ist es eh kurz mit den Dragon Balls, weil du... Was ist denn das? Könnte nützlich sein. Das behalte ich. Silberne Mitgliedskarte. Du kannst teure Skills kaufen.
Wenn meine Aussage richtig ist, dann kann man Tenshinhan nur in der Saiyajin-Saga und in der Cyborg-Saga steuern. Eigentlich hat er nochmal kurz gegen Wu-Tangs gekämpft, aber ich weiß nicht, ob sie das ja auch mit reingenommen haben. Ja, und deswegen kann es gut sein, dass wir hier 3 oder 4 Dragon Balls finden und auf der Cell-Saga-Map dann eben den Rest. Deswegen muss man ja auch aufpassen. Oh, wer auch immer das sein lassen, schon die zurückkommen. Okay. 5000 Sinni. Erneut. So, wo sind diese verkackten Dragon Balls? Oder zumindest den Radar. Das wäre schon mal nicht schlecht. Das wäre ein bisschen zu früh. Wir schauen uns hier noch ein bisschen rum. Weil ich ja schon gerne für so viele Charaktere wie möglich den Durchbruchskill hätte. Dass man eben alle Skills des Charakters in einer Kapsel hat. Aber das sieht recht schlecht aus. Das sieht wirklich recht schlecht aus. Wir finden ja nicht mal einen einzigen Dragon Ball bislang. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo die versteckt sein könnten. Der Klassiker ist ja immer durch die ganze Map zu fliegen, so kreuz und quer. Und hoffen dabei einen zufälligen Punkt zu entdecken. Aber nicht mal das will gerade so recht. Und gerade mit Tenshinhan hat man in der Saiyajin-Saga so wenig zu erledigen. Ich meine, man trainiert nur bei Gott und das nächste, was man tut, ist, man lässt sich von Nappa umbringen. Also, das sieht sehr, sehr schlecht aus, du. Aha, da waren 2 sogar. Das wird ein Dragon Ball sein im Wasser. Naja, nochmal Geld. Und das Ebenen. Hä? Hoppla, die sind aber bei weitem schneller, als ich dachte. Schon die Saiyajin? Was? Was haben die gerade getan? Wenn das so weitergeht, wird die Erde bald zerstört sein. Chaozu, du bleibst hier. Komm nicht in Frage, ich gehe mit. Ich habe hart trainiert und ich begleite dich, Tenshinhan. Hä, sind die ein bisschen früh? Wenn die jetzt erstmal bei Gott trainieren? Da stimmt was nicht. Dann ist das wohl ein Triggerpunkt, der immer da ist oder so? Ja, das war gar keinen Sinn. Ich find's nicht. Ich finde keinen einzigen Dragon Ball. Das kann ja nicht sein. Aha, westliche Hauptstadt. Hier gibt's bestimmt den Radar. Hoffentlich. Der Dragon Radar, ja, perfekt. Dann schauen wir doch mal. Aha, da war doch einer. Welche Überraschung? Was macht er denn hier? Welche Überraschung? Ich hab den Radar. Oh krass, wer hätte gedacht, dass dieser Kristall auf dem Radar ein Dragon Ball ist? Wer hätte das gedacht? Eine Überraschung. Also 2 müssen aber mindestens hier sein. Da ist noch einer. Aber ich schätze eher 3. Oder man kann dann doch in der Buu-Saga noch mit ihm spielen. Das weiß ich nicht. Das sieht aber nichts. Was ist das? Noch mehr Geld. Sag mal, was ist denn hier los? Hat Henschel eine Bank überfallen oder was? Und die ist explodiert und das Geld ist in alle Himmelsrichtungen geflogen? Das ist ja richtig weird. Irgendwie will keiner mehr, wie es aussieht. Da, 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 da. Keine Ahnung. Sieht schlecht aus, na dann. Erstmal hier. Du musst Mr. Popo angreifen, andernfalls kann Gott dich nicht trainieren. Also, fang schon an. Danke für das Training. Verflixt, es funktioniert nicht. Ich kann das Ki nicht lesen. Heißt das, es handelt sich um eine unschuldige Seele? Du hast eine Begabung. Mach weiter und du wirst das Ziel eines Tages treffen.
Und direkt wieder Level up. Ja gut, was hat das Spiel für eine Wahl? Ich meine, man kämpft fast gar nicht in Tenshinhans Modus. Wie gesagt, gegen Nappa werde ich kämpfen. Gegen Cells zweite Form werde ich kämpfen. Vielleicht noch gegen C17 oder C18. Und sonst kämpfe ich vielleicht noch gegen Butengs und das war's. Ihr seid mir schon lange überlegen. Es gibt nichts, was wir euch noch beibringen könnten. Perfektioniert eure Was sind Vasas, Alter? Kampfkünste? Perfektioniert eure Vasas weiter, bis zu dem Tag, an dem die Schlacht um die Erde stattfindet. Tenshinhan, dein Talent wird erst in Kämpfen richtig aufblühen. Geh kämpfen und gewinne an Erfahrung. Danke, ich werde meinen Vasa benutzen. Könnte natürlich auch das Knäckebrot sein, wer weiß das schon. Das sind diese Begriffe, die du nirgends hörst, außer in diesen Spielen. Genau wie der Punkt, dass die ganzen Begriffe wie Saiyajin oder teilweise Eigennamen wie Son Goku jahrelang aus dem Englischen genommen wurden, dass das Goku stand oder Saiyan. Hier schon wieder. Hast du nicht zwei Saiyans gesagt? Hast du nicht zwei Saiyajins gesagt? Willst du nicht gegen die hier kämpfen, einen nach dem anderen? Es ist ein Spiel. Oh Gott, jetzt kommen die Pflanzenmänner. Na gut. Hab eh nichts zu verlieren. Außer, dass wir die Kikoho haben, aber aus irgendeinem Grund nicht das Dodonpa, was man eigentlich zuerst hätte kriegen sollen. Besiege den Feind. Ich merke schon, ich komme mit Tenshinhans Moveset nicht so gut klar. Ja, das war ja gar nicht schwer. So, Künste. Hör zu, Chaozu. Was, Tenshinhan? Angenommen, wir hätten Goku nie getroffen. Son Goku nie getroffen. Glaubst du, dann hätten wir je kämpfen müssen, um die Erde zu retten? Ich weiß es nicht, aber du hast dich verändert, Tenshinhan. Du hast deine eigenen Gründe, warum du kämpfst. Du hast recht. Momentan kann ich nur versuchen, mein Bestes zu geben. Machen wir uns auf den Weg, Chaozu. Machen wir uns auf den Weg? Wir sind doch schon da. Chaozus Wunsch. Unterdrückt den Kieferbruch im Hypermodus. Ja gut, ich benutze das sowieso nicht. Weil ich von anderen Skills einfach mehr habe. Sicher, dass hier kein Dragon Ball mehr ist? Das kann gar nicht sein, Alter. Dann, na gut, das kann schon sein. Da müsste in einer Saga drei Dragon Balls sein und in der Buu-Saga dann nochmal zwei. Aber kann ich mir das vorstellen? これくらいで死なないでくれよ。チャオズ。こ、悲しい。さよなら、ケイさん。どうか死なないで。やめろ。 Ja, das war ein sehr trauriger Moment damals. Na dann, sterben wir mal.
Ja, das war traurig, als sich Chozo geopfert hat. Aber zeigt halt wieder die These. Jeder Charakter, der sich in Dragon Ball geopfert hat, ist gescheitert. Hier kannst du nicht in Abwehr gehen. Greif weiter an. Oh Gott, auch das noch. Na gut, nicht eh, dass ich immer so viel abwehre oder so. Ich bin eher ein Offensivspieler. Was? Was? Es ist einfach durch ihn durchgeflogen. Ich hasse Nappa. Noch nö, ich werde sterben. Ja. Ey, ich hasse es. Okay, ich habe aber gar nicht so viel Schaden genommen, würde ich sagen. Fick dich. Nein. Nein! Uff. Ey. Ich vergesse die ganze Zeit, dass man dich abwehren kann. Sei doch nicht so ein Bastard, Alter. Nappa. Alter, er landet einfach zwei hintereinander. Was ein Rotz. Na. Nein. Junge, ich kann auch nicht schnell genug ausweichen. Hör auf. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, und das war's halt schon von der Saiyajin-Saga. Hab immerhin einen Audio-File freigeschaltet wegen der Kiku-Kanone. Aber das war's. Es gibt nicht mal irgendwie End-Credits oder so, wie Tenshinhan dann nochmal so seine letzten Worte sagt. Er ist einfach weg vom Fenster. Na dann. Ari, skip einfach, das ist doch immer der gleiche Text. Die ganze Saga wird einfach geskippt. Ist das behindert, ey? Goku とフリーザの壮絶な戦いの絵。悟空が死んでしまった。しかし、なんと悟空は生きていた。死んでいた仲間たちを。